Sterzikenopapoevivleskutasolaundsumatra. Jetzt wo ist Anmut? Ohne zu springen. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge TTT mit den Moped-fahrenden Maulwurf-Züchtern. Alter, war die vorbereitet? Ja. Nee, ich die war nicht auch vorbereitet. War ein bisschen zu smooth, wenn ich vorbereitet. Philipp, komm schnell. Warte, ich muss noch schnell mein Essen bestellen. Ja. Ich heute mit dabei. Ja. DJ Kutscher. Hallo. Herne Flat. Hallo, das bin ich. Popa. Opa, Junge. Opa. Popa. Popa! Guck. Ich antworte erst, wenn Papo richtig ausspricht. Hallo! Ramutra! Moin! Und Flesk! Hey. Ja, das haben wir Flasche eben auch schon in Folge gemacht. Das hat mir eigentlich gefallen, deshalb machen wir es jetzt einfach nochmal. Wir spielen heute. Pool! So! Ah. Geht los! Sag mal, wo seid ihr alle? Ich will noch überlegen, welches Krog ich mir. Ah, lol, wie geht's noch ins andere Gebäude? Wie komme ich da rüber? Ich laufe die ganze Zeit. Oh nein, ich sterbe! Ah, ich sterbe, ja, ich sterbe. Oh Gott, nee. Warte, hä? Oh ja, ich sterbe. Ja, wenn ihr runter. Ich wenn, nein, ihr sterbt nicht, wenn ihr runterfallt. Lol. Jetzt fallt ihr mit raus in dem Game oder was? Nee, nee, du wirst teleportiert und dann landest du hier im Pool. Hä? Teleportiert? Ich check grad nicht, wie ich von diesem Gebäude hier runterkomme. Ich laufe hier im Kreis, fresse dabei Mais. Bist du, meinst, du bist ja auf dem, wo ich auch bin. Ja, du bist ja. Ah, warte. Parkour. Ja, es ist Parkour. Oh, ich will aber nicht runterfallen. Minimize Detektiv Kutscher, warum? Ja, warte, ganz kurz, ich bin wieder fort fertig. Oh, ich hab ein Schaf gehört. Ich muss gerade Essen bestellen. Ich hab ein Schaf gehört. Echt? Ah, ich fall schon wieder runter. Aber man kriegt ein bisschen Schaden, wenn Alter man runtergefallen ist, okay. Ich bin irritiert. Ich komme hier, glaube ich, nicht mehr aus meinem Raum raus. Wo ist das Schaf? Ich lebe. Das kam hier gerade richtig ins. Oh. Okay, von da wo, hinten im wo? Fenster, im Fenster. Ich darf nicht markieren. Geradeaus hinter mir quasi. Das bin ich. Also ich weiß. Stellst du dich andere Richtung? Wo genau ich gegenüber bin quasi. Und dann das Fenster. Nee, hinter dir quasi. Ja, ich kann halt. Komm, wieder springen. Ich bin in. Okay, ich beschreib einfach mal eben. Ich bin im Raum, das ist eine Röhre, die sieht aus wie eine riesengroße Deutschlandflagge. Hier sind ganz viele Schildkröten und okay, alles ist schwarz. Leute, es ist Max. Warum? Max war da oben im Fenster, hat auf mich geschossen. Okay, ich genau bin wieder gesehen hier. Ich hab seine kleine Schwarze. Hallo! Papo, geh bloß weg mit deiner Shotgun. Alter, was ist denn mit dir? Oh, ich fall schon wieder runter. Oh, nee. Okay, ich hab Max getroffen, er ist tot. Er hat tut mir leid. Er ist da ganz ich sterbe, weil ich falle und dann komme ich in den Pool. Ich schrei nicht mehr ab jetzt. Ja, wäre die echt geil, wenn du es mal lassen würdest. Oh, da würde ja, ich jetzt gerne eine Hand drauf gesagt. Ja, genau das meine ich. Wo kommt er? Wo kommt Sterzig? Kommt er gleich hier wieder. Wo ist denn Max? Jo, hallo, Sterzig. Max ist tot. Ich habe ihn da oben im Gebäude gekillt. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Aber wer schießt denn dann die ganze Zeit? Er hat auf mich geschossen. Was bin ich? Hat mich getroffen. Dann habe ich ihn gekillt. Das Fenster mit dem Headshot. Da ganz oben. Was denn du von mir? Ja, wie kommt man da hin, ne? Keine Ahnung. Oh, den habe ich auch gerade gemacht. Ja. Wie lange spielen wir hier auf Fortnite zusammen? Oh, Leute, jetzt gibt es Auto. Ah, hast du wieder? Gekommen? Nee. Wollen wir Erlebnis? Wie kommt man da hin? Bisschen mit Autos rumfahren. Aber ich bin nicht Trimax. Geht das trotzdem? Das geht trotzdem. Max also hier Jetpack kann man auf jeden Fall lang. Leute, das ist. Ich krieg halt irgendwie gefühlt immer die weirdesten Maps. Was ist das? Ich hätte auch gestern gerne ein bisschen Vollgeist mit dir gezockt, aber. Ja, da waren wir da schon voll Gruppe. Da musst du auch leider auch mal dann durch. Das ist schon richtig so. Wir können heute Abend zocken, wenn du willst. Heute Abend kann ich nicht. Heute Abend ist Warzone. Hä, warum ist dann Sterzig? Hä? Da ist gerade ein Sterzig die Treppe runtergelaufen. Nein, och Mann. Das ist richtige Parkour-Map. Kutscher. Richtig Spaß. Geh in das Haus hier. Da ist ein Sterzig lang. Wer sagt mir, dass du der echte Sterzig bist? Ich bin der Sterzig hier auf dem Dach. Ich springe. Wer sagt, dass du der echte Sterzig bist? Philipp meinte doch vorhin, dass er das Mega-Mind-Game hat. Kann das sein, dass. Weiß ich nicht. Aber wer ist dann Kutscher hier? Würde ich mein Mega-Mind-Game wirklich in einer. Weiß ich ja nicht. Okay, hier läuft irgendwo ein Sterzig rum. Und ich bleib hier auf dem Dach, Leute. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ah, ich fall schon wieder, Alter. Das ist eine richtige Trigger-Map. Ja, also richtig frustrierend, ne? Was ja. Ich hab. Okay, ist das hier schon wieder irgendwer ein Sterzig? Irgendwer trinkt. Oh. Nee, das ist Flash. Philipp ist ersoffen, glaube ich. Der, oh ja. Der war minimized. Ah! Oh, ja, ich darf ja runterfallen. Alter, das. Also, der Sterzig, den ich eben gesehen hatte,
Der hatte eine Katze in der Hand. Und Flesk hat gerade eine Katze in der Hand. Ich ja, hab gut. eine Katze, ja. Es gibt immer nur eine Katze auf der Map. Aber ich hatte die ganze Runde schon eine Katze. Es gibt nur eine Katze auf der Map? Ja, immer. Echt jetzt? Ja. Das kann aber nicht sein. Aber ich bin nicht sterzig. Ja, ja, du hast doch meinen Namen gerade gesehen. Sterzig. Dann habe ich dich ja aufgedeckt, du Arsch. Das halt ich jetzt für ein großes Gerücht, wenn ich ehrlich bin. Also, Papo, sind wir jetzt mal ehrlich. Ja. Ja, gibt es wirklich nur einen... Weiß es nicht. Also, dass es nur eine Karte gibt, vielleicht zum ersten Mal. Okay. Aber ich glaube, Vlesk hatte gerade kurz Angst. Ja, ich wollte halt testen, ne? Für mich hat es sich so angehört, als hätte Vlesk Angst. Bin nicht... Wann hätte ich denn deine Identität überhaupt geklaut? Als ihr war doch gar nicht bei dir. Standet. Doch, doch, doch. Doch! Hä? Braucht man dafür den bestimmten Typen? Ja, du musst halt... Du musst jemanden messern. In Melee-Range. Echt? Sieht man das? Ja. Ja, das musst du. Du bist von irgendjemandem gemessert worden, so das hättest du auch gemerkt. Nee, das habe ich halt nicht bemerkt, aber das hättest halt du sein können, bin ich ehrlich. Och Mann! Die Map frustriert mich so. Aber du darfst doch runterfallen. Ja, aber ich will die ganze Zeit an eine andere Stelle und ich komme da nicht hin, weil ich dumm bin. Also ich weiß nicht, wie. Ich glaube. Oh? 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 Und wo? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, ist okay, bless. Er sagt doch, was passiert ist. Kannst du aufhören damit. Ey, jetzt wurde ich auch angezeigt. Wieland? Also, ich finde das nicht in. Jetzt hör auf, Fisk. Wieland! Wieland Welke, ich möchte, dass Sie jetzt direkt mit mir sprechen. Aber wieso sagt er jetzt nichts mehr? Weil du ihn gerade erschossen hast. Nö. Jetzt hör doch mal auf. Geht mir auf die Nerven. Deine ich weiß halt gar nicht, was du willst. Ich möchte dir gerne diesen Fall. Ich bleib einfach hier auf meinem Hochhaus. Hey, du bist gerade ins Wasser gesprungen. Nee. Doch. Nein! Dann guck doch zum Pool. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich möchte, dass sie mich in Ruhe lassen. Ja, bleib auf meinem Haus und du machst, was du machen willst. Ich schwöre dir, wenn das ein Philipp Traub Mindgame ist. Aber ich glaube, es ist eher ein Bleschkes. Alter, von wo holy kamst du? Der Harpoon-Kill. Hören wir manchmal, wenn man runterschreit, stirbt man nicht, oder? Ja. Immer noch nicht. Ja, aber warum bin ich dann tot gewesen? Ich glaube, man kriegt. Naja, weil du im Pool gefallen bist und dann bist du ersoffen. Nein, ich bin runtergefallen und dann. Vielleicht bist du standst bei mir, du standst im Pool neben mir, minimized und bist einfach ersprungen neben mir. Ich bin halt runtergefallen, dachte ich wäre tot, bin dann auf den Desktop gegangen, da bin ich wahrscheinlich im Pool ersoffen. Ja, Alter. Oh no, wie dumm. Ja, das ist schon ziemlich dumm. So. Das ist in Dietrich schon sehr, sehr dumm. Aber also, Max, wie bist du da hinten hingekommen? Ich stand einfach so neben Chris und Sterzig, hab einfach so ein Messer reingesprungen. So. Keiner merkt irgendwas. Jo, ich bin einfach wirklich im Pool ersoffen, wenn man runter... Ja, ich hab dich gesehen, also ich stand neben dir und du bist ertrunken. Echt, ja? Echt, ja? Also jetzt wirklich? Ja, ist wirklich so passiert. Echt, ja? Jo, Leute. Ja. Jo, Leute, habt ihr Bock auf ein bisschen Druck? Ich war sterzig. Ja, ich dachte mir so... Also eigentlich war es ziemlich obvious, dass du dann auch eine Katze hattest, so, aber... Obvious. Ja, da hab ich nicht dran gedacht. Jo. Eigentlich ist man cool, wenn man obvious sagt. Warum sagst du nicht einfach offensichtlich? Weil es länger ist. Weil das zu offensichtlich wäre. Man appreciate doch mal, dass ja. Leute, die das Englisch mal benutzen, die sind richtig wack. Appreciate das ist doch mal. Wave clear, Alter, das heißt Wellenräumungsqualität. Das ist ja was anderes. So, von wo geht's dahin weit? Oh. Hallo. Oh, du gibt nur eine Katze. Gibt's wirklich nur eine Katze? Weiß ich nicht. Ah! Also, Katzen sind auf jeden Fall selten. Irgendwer hat lässig mit einer Katze abgeballt, glaube ich, oder? Nein, ich bin einfach nur runtergefallen. Wenn ihr euch aussuchen könnt, werdet ihr lieber eine Katze ich bin oder auf jemanden draufgefallen. Jo. Ich wäre lieber eine Katze, glaube ich. Glaube ich auch. Nee, oder? Man verliert immer ein bisschen Leben, wenn man da durchfällt. Zwei Leben, ja. Ja, zwei. Ja, dann kümmere ich mich damit. Ich glaube, Katze sein wäre viel geiler. Perfekt. Dann bringe ich mich ins Namen. Du kannst halt auch viel coolere Sachen machen als ein Hund. Ja, und keiner geht irgendwie auf den Sack, so. Bei Katze ist so, jo. Juck dich halt Katze ist halt ein Arsch, so, die lassen wir einfach in Ruhe. Ja, Katze geht niemandem auf den Sack, ist halt nur ein Arsch. Naja, aber wenn du die Katze bist, weißt du? Nein, geht ja darum, so, ob eine Katze sein möchte oder ein Hund. Ja, aber niemand möchte. Dann hast du halt viel mehr Frei. Ich will lieber eine Katze als ein Hund, obwohl ich Hunde auch ziemlich cool finde, aber. Ja, aber als Katze ist man niemals draußen. Hey! Niemals. Naja, außer du bist halt so eine freie. Leute, es kann sein, dass ich gleich sterbe. Bonuskatze, ey. Warum?
Ich wurde von irgendwas gehittet. Eine Wohnungskatze, oder? Von Thomas. Also ich komme aus vom Bauernhof, da haben wir immer Katzen gehabt, die konnten draußen und drin rumlaufen. Ja, aber ich glaube, die meisten Katzen... Also, das wäre mal interessant zu wissen, aber die meisten, Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Ja, genau. Wohnungskatzen, ne? Das meine ich. Ja, Wohnungskatze ist für den Arsch. Ja, das... Also, ich wäre gerne eine Schildkröte. Hier, ich wäre gerne eine Taube. Ich bin gerade auf die Schildkröte draufgeklettert. Jo, same. Ich wäre voll gerne so ein haariger Orang-Utan. Oh, nice. Ja. Schön weggemacht werden. Ja, von Orang-Utan. So. Leute, nicht schubsen. Wer möchte diese Schildkröte haben? Ey, ich weiß, was Schildkröte auf Spanisch heißt, ne? El Tortizo. Tortuga. Oh, ja, Mann, Tortuga. Hab gerade erst die Breaking Bad Folge geguckt. Ja, mit der. Du hast sie weggeschossen! Ja. Mit dem Kopf. Ah, oh, sorry für Spoiler! Mann. Hab ich allen Breaking Bad gespoilert? Das Coolste. Ey, Mann! Oh, Scheiße! Hab ich dich getroffen? Nein. Okay. Yo, Vlesk. Plastik tötet mich nicht! Warum bist du hurt? Weil ich da runter. Wieso schießt du auf mich? Bist du dumm? Ich hab doch gar nicht auf dich geschossen. Genau, du hast ja gar keine Waffe. Du warst doch schon lange weg. Auch hier. Du hast ja gar keine Waffe. Hand of Blood, so wounded. DJ Kutscher, ebenfalls. Wounded, nicht wounded. Halt die Fresse. Okay. Wenn du noch mitspielen willst, dann sei leise. Hey, was bist denn jetzt so stärker? Nee, ich hab da jetzt echt keinen Bock drauf. Du mit deinen 12 Jahren, du dummer. Du dummer 12-Jähriger. Dummer. Grün dummer hinter den Nasenlöchern. Ja, richtig. Oh. Ja, schon richtig Schimmel angesetzt. Hier ist wer gestorben gerade. Echt? Ist er? Nein. Irgendwer schwitzt hier doch. Was meint ihr? Jemand sniped auf mich. Was from where? Jemand war aus dem Traitor, aus dem Traitor-Raum kann man snipen, ja. Kann man nur aus dem Traitor-Raum? Nur auf dem Pool, nur auf dem Pool aber. Glaub ich. Nur auf dem Pool. Gibt es nur einen Traitor-Raum oder mehrere? Du hast aus mehreren. Du hast einen aus dem Traitor-Raum. Du hast in fast jedem Haus. Papo ist im Traitor-Raum. Aha. Papo, bist du hier unten irgendwo? Traitor-Papo. Okay. Ja, jetzt redet er nicht mehr, er ist nämlich tot, weißt du? Ich habe ihm übel den Headshot gegeben, ich weiß nicht, ob er tot ist. Also du kannst fast überall in den Traitor-Raum rein, aber der Traitor-Raum ist, es gibt nur einen quasi, glaube ich. Also ich bin auch portest dich da halt hin. Ich bin auf so einem Dach gespawnt, was halt so 80 Milliarden Meter beim Boden war. Aber ich denke nicht, dass auf diesem Dach, dass man darauf gehen kann, außer als Trader maybe. Ding ist, das muss nicht Pabo sein, ne? Warte, irgendwer ist hier gerade wieder gelandet. Könnte auch ich war das, ja. Ramutra. Wo ist ein Kutscher? Und wo ist das? Hier oben? War das hier oben? Wo ist Kutscher? Wo ist Kutscher? Kommt man irgendwie da hin, wo der Traderraum ist? Nein. Was? Oh, Max kommst du nicht? Oh, Max hat gerade versucht ins Fenster zu springen, ist aufgekommen und gestorben. Das ist Max ist dead. Max ist dead. Das ist so insane. Man hat es nicht gehört, so. Oh Mann. Oh, wer schießt? Ich. Okay. Wer hat das gesagt? Sebastian? Ich hab das gesagt, ja. Das darf man nicht sagen. Aber oh ja, jetzt bin ich Traitor. Außer Papo lebt noch oder Kutscher lebt noch. Nee, ich hab Papo nicht abgeknallt. Max hat Papo gekillt, wenn. Max hat Papo einen dicken Headshot gegeben, meinte er eben. Bevor er elendig verreckt ist. Also, wer ist ganz sicher tot? Wieso schießt du schon wieder auf mich? Nee, Max, ich hab da, wenn du nach rechts guckst, da sind so zwei Fenster. Das sieht mir auch nach Traitor-Raum aus. Warte, ich habe aber schon 20 Leben verloren, weil ich die ganze Zeit runterfall. Stimmt, genau. Da oben ist aber auch einer, glaube ich. Ja. Könnte sein zumindest. Wo ich hinziele. Also, Max ist safe tot. Papo war auf jeden Fall im Traitor-Raum. Das bedeutet entweder. Also Papo ist auf jeden Fall Max. Kutscher könnte halt noch leben. Kutscher könnte noch leben und oder halt einer von euch. Oh, hier liegen zwei Leichen. Da unten lagen zwei Leichen, Leute. Wo? Da, wo Max gestorben ist, da lagen zwei Leichen. Im Wasser unten. Fuck, wieso fliegen die nicht wieder in die... Weiß ich nicht. Aber ich denke, die eine davon könnte Kutscher sein. Ich denke nicht, dass Max auf dem Weg nach unten noch irgendeine Leiche gelegt hat. Also einer von uns muss ja auch Traitor sein, oder nicht? Nee, Papo. Aber lebt der denn noch? Weiß ich nicht. Papo war auf jeden Fall im Traitor-Raum. Es sei denn, Max hat gelogen.
Hier ist schon wieder einer runtergekommen. Ach du, ja, schon wieder du. Oh, jetzt habe ich auch noch Leben verloren. Ich kotz. Also entweder Papo halt jetzt gerade oder... Ja, ich kann mir vorstellen, dass Christo ist. Weil wenn er tot ist, macht er nichts, aber wenn der Traitor ist, würde er auch nichts machen. Aber es fehlt ja noch der zweite. Stimmt, ja. Einer von euch. Ja, oder halt du. Für mich ist es halt einer... Oh, oben im Traitorraum war einer. Auf der rechten Seite, wo ich die Fenster aufgeschossen habe. Habe ich da gerade seinen Kopf gesehen. Verdammt. Ich habe zu lange gewartet. So mein Fehler. Oh, schönes Ding. Kann man, ich hab mal eine Frage, kann man denn, wenn dieser Explosive Charge in jemandem drinsteckt, kann ich dann die Waffe von Christo nehmen und die noch explodieren lassen? Geht das? Das packt, glaube ich, meistens rum. Oder also kann nur Christo die explodieren lassen? Weil das wollte ich eigentlich am Ende noch machen. Ich glaube nur Christo. Ach, ich dachte, das wäre dein Dart, weil ich hab nur einen geschossen. Also beziehungsweise ich habe zwei geschossen, aber... Ja. Nein. Du hattest auf jeden Fall einen getroffen auf. Ja, einen habe ich auch getötet. Also wenn ihr da runterfällt und auf eine Kante fliegt, dann kann man doch beim Falldamage sterben. Jo. Jo. Hat der ein oder andere mitbekommen. Och Mann, nee. Schon wieder Innocent. Natürlich wieder in meiner Folge. Mit dir, Alter. Ja, das kenne ich. Die Frustration. Ja, heute hattest du Glück mit deiner Folge, ne? Ja, zweimal Trailer, das war schon mal. Meru Matra, spring doch rüber, ich mach dir Platz. Ja, Leute, was ist euer Lieblingstier? Hier ist die Hand, die Wand sich bewegt. Glaubt ihr irgendwie nicht. Ist ja auch ein Schweiderraum. Spring rüber. Was? Ich komm hier nicht. Spring rüber. Abra, Kadabra, Simsala. Simsala. Gab's eigentlich irgendwann so in den nächsten Generationen noch? Denkt auch, das ist besonders witzig, oder? Was Bim hieß? Ein bisschen, ne? Nee, ich hab einen mega Simsala, oder? Und Bim, eins, auch was Bim hieß? Mann, Pokémon ist so kacke geworden, Alter. Findest du? Sind Leute, die so denken, dass die erste Generation nicht die coolste ist? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich finde die sechste die auch beste. Cool. Oh Mann. Aber die neue, dieses Switch-Pokémon war so kacke einfach. Also ich finde, das neue Pokémon, Aua! Eisenbahnverkehr, richtig geil. Ja. Was bitte? Mich gerne alle haten, aber immer alle, die Switch gut fanden, Mann, sind einfach blöde Fanboys. Okay. Switch ist doch voll cool. Ja. Was? Switch für die Pokémon für die Switch. Was machst du da in der Ecke? Ja, du meinst jetzt, was letztes Jahr rauskam. Ja. Was? Sumatra, was hast du da gerade in der Ecke gemacht? Da ist jemand getötet worden gerade. Habt ihr das mitbekommen? Ich das mit Pokémon nicht mehr cool. Sumatra stand da gerade in der Ecke, in der Pflanze drin, hat nichts gemacht. Das ist richtig. Da ist gerade jemand weggeschossen worden. Wer war denn das? Philipp, Max? Früh rumzuspringen. Ich heiße nicht Philipp, Max, ich heiße Jan Philipp. Max? Okay, jemand hat Max weggeballert. Scheiße, wir haben Max verloren schon wieder. Könnt ihr doch nicht machen, Leute. Herzlich ist ein bisschen arg auf Krawall gebissen. Wie ist die Map lame, oder? Ich stand da eine Sekunde rum. Nein, du standst da. Hier ist ein Schaf. Yo, Alter, das hat ja komplett gesessen. Das kam von da oben. Okay. Philipp ist kein Traitor, das heißt Christo. Christo oder Max? Du kannst es ja nicht sein, Philipp, ne? Theoretisch weil jemand muss dir das Schaf geschossen haben. Ja, das stimmt. Ich bin am Rumlaufen gewesen. Hier ist es eingeschlagen. Oh, hier ist ein Deadringer. Cool. Das ist praktisch. Außer du bist es. Das wäre natürlich nicht gut. Wie soll ich das gemacht haben, Lesk? Weiß ich nicht. Ist mir egal, ich vertraue dir jetzt einfach. Du könntest es theoretisch sein. Nee. Ich stand auch genau daneben. Hab ich nicht gesehen. Ich glaube, da war jemand im Traitorraum und hat es einfach zu uns jemand. Ja, genau. Da oben im Traitorraum war jemand. Alles klar, Leute. Okay. Das war mal wieder eine schöne Runde. Wer darf bei wem? Warte. Vlesk darf bei Papo. Super. Ehre. Ja, hau da rein. Nächste Folge gibt's bei Vlesk. Wir hören uns im Nirvana. Voila. Tschüss.